Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen in einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, eine sehr gemischte Woche geht vorbei, sowohl Wetter- als auch lesetechnisch war es doch ein bisschen durchwachsen. Wettertechnisch, es hat sich irgendwie angefühlt wie April. Wir hatten Regen, wir hatten Sonne, wir hatten Regen, wir hatten Sonne. Wir hatten Gewitter mitten in der Nacht. Das ist bei mir ja immer so... Ja, was mich um den Schlaf bringt. Und wir hatten natürlich auch die erste Folge Game of Thrones ab Montag und auch unseren ersten Hangout. Und der war natürlich wieder sehr, sehr cool. Endlich geht es los und man hat das Gefühl, diese Woche warten fühlt sich viel qualvoller an als das Jahr warten auf die nächste Staffel. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden so geht. Aber ich, jetzt ist auch der Trailer für die zweite Folge, also dieser Preview-Trailer, wie auch immer man das nennen möchte, herausgekommen. Und ich habe lange überlegt, gucke ich ihn mir an oder nicht. Ich konnte meine Neugierde natürlich nicht zurückhalten, habe ihn mir auch angeguckt. Und jetzt habe ich noch viel mehr Lust auf Montagmorgen. Und auch da wird wieder um kurz nach fünf der Wecker klingeln. Und ich freue mich schon drauf. Das ist total creepy, aber... Ja, so ist es nun mal. Ja, aber dazu denke ich einfach später noch ein bisschen. Ja, was hat mich die letzten Tage, besser gesagt seit Donnerstagabend, so ein bisschen bewegt, war definitiv der Tod von Linkin Park Sänger. Und ich war da doch ein bisschen bestürzt. Und ich weiß, dass das viele manchmal nicht verstehen können, dass man so mit Promis, Bekannten irgendwie... dass man sich da betroffen fühlt, weil das natürlich kein Familienmitglied ist, niemand aus dem Freundes-, Bekanntenkreis oder wie auch immer. Aber ich finde, wenn man jemanden gefühlt 20 Jahre, lasst es 15 sein, immer wieder die Songs hört, den Menschen sieht, ein Konzert besucht hat und ich finde ja, dass auch Künstler einen ja selbst sehr beeinflussen und mit Musik, mit schauspielerischem Talent oder wie auch immer mit Kunstwerken und auch Schriftsteller natürlich mit Büchern, dann ist das so ein Teil von einem und der hat natürlich mein Leben ganz anders beeinflusst als ich seins natürlich, gar keine Frage. Aber es fand ich schon sehr traurig und dass es hier eben wegen Depressionen auf Selbstmord hinausläuft und halt noch so jung, war Anfang 40, 6 Kinder, das finde ich schon sehr tragisch. Und natürlich kann man jetzt sagen, so ein Selbstmord hat er ja selbst gewählt, er wollte es nicht anders, stimme ich auch absolut zu. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schon sehr tragisch, wenn jemand eben durch diese Krankheit, durch diese Depressionen in Kombination wahrscheinlich auch mit Alkohol und Drogen gar keinen anderen Ausweg gefunden hat. Denn irgendwo tief im Inneren sind eben diese Dämonen dann und ich finde das schon traurig, dass man selbst, wenn man eigentlich alles hat, trotzdem einem niemand hilft, aus dieser Depression herauszukommen oder... Was hat er sich auch nicht helfen lassen. Das kann ich jetzt natürlich alles nicht so, das ist ganz klar. Ich bin es auch nicht das Fangirl schlechthin, aber ich finde es schon sehr traurig und habe das schon mit einem kleinen Schock Donnerstagabend gelesen und gestern hat sich ja dann, also am Freitag, mehr herauskristallisiert, was da passiert ist und finde ich sehr traurig. Also ja, ne, das ist schon... Ja, da geht so eine kleine Ära wieder zu Ende und Aber wir wollen gar keine schlechte Stimmung aufkommen lassen, denn es geht in dieser Bücherwoche um vier Bücher, eins davon leider abgebrochen und das ist direkt auch das erste gewesen. Der neue Thriller von Paula Hawkins, Into the Water, ein Buch, auf das ich mich mega gefreut habe, weil ich Girl on a Train, einfach gut fand, musste ich mal noch die Verfilmung mir angucken, die habe ich nämlich im Kino verpasst und dachte, Mensch, mal gucken, was diese Autorin noch kann, aber wie gesagt, leider abgebrochen. Dann habe ich von der lieben Susan der Report Der Markt von Margaret Atwood bekommen. Die Bücher von der Autorin werden ja, so habe ich das Gefühl, jetzt nach und nach neu aufgelegt. Dementsprechend ist das hier eine ältere Ausgabe aus dem List Verlag. Ich glaube, jetzt kommen die alle bei Piper, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier haben wir eine sehr dunkle, dystopische Geschichte aus dem Klassikerbereich. Dann ist, glaube ich, Anfang der 80er ist das ursprüngliche Buch geschrieben. Dann habe ich etwas Leichtes danach gebraucht und habe mich für Auf die Freundschaft von Annika Bühnemann entschieden. Ein Buch, das ich im Februar bei diesem Indie-Monat auf Amazon gekauft habe. Und da ich Annika Bühnemann einfach super gerne mag, sowohl ihre Videos wie ihren Blog,
wie auch sich selbst, wenn ich sie auf Messen und so treffe, dachte ich, ja, guckst du dir mal dieses Büchlein an, was einfach nach guter Laune gewirkt hat und ich da sehr, sehr gespannt war, wie mir das Buch gefallen wird. Und so die ganze Woche seit dem Wochenende habe ich Die vielen Leben des Harry August gehört von Claire North. Ein Buch, das mir spontan als Hörbuch bei Audible über den Weg lief und direkt spontan gehört wurde. Und wie ich es gefunden habe, dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich am Wochenende letzte Woche auch einen Film angeguckt mit Benedict Cumberbatch, The Imitation Game. Dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen und natürlich auch ein bisschen was zu Game of Thrones, ohne irgendwie zu spoilern. Aber nun starten wir mit dem ersten Buch, Into the Water von Paula Hawkins, ist im Mai diesen Jahres beim Blanc Vallée Verlag erschienen, kostet broschiert 15 Euro und als E-Book 13, hat ca. 480 Seiten und wurde von mir nach einem knappen Drittel, also bei ca. 160 Seiten abgebrochen. Ich sage ca., weil auf meinem E-Book-Reader nicht die tatsächliche Seitenanzahl angezeigt wird und ich es dann mit klassischen Dreisatz nur so ein bisschen hochrechnen kann. Ich aber gesehen habe, dass es so grob ein Drittel war und auch nach ein paar Stimmen, die mir wichtig sind, die auch gesagt haben, es war nicht gut, dachte ich, okay, es wird wohl auch nicht besser. Ja, Paula Hawkins ist die Autorin von Girl on a Train und dieses Buch habe ich, weiß gar nicht, war das 2015? Ja, ich glaube, habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert, hat mir unglaublich gut gefallen, war ein ganz geiler Thriller, man kann es gar nicht anders sagen. Und ich mochte auch einfach, wie Paula Hawkins das Feeling rübergebracht hat eines Thrillers. Und die Verfilmung gab es dann, glaube ich, letztes Jahr im Herbst-Winter, wenn es nicht Anfang diesen Jahres war. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wann er auf Sky läuft und werde ihn mir dann auf jeden Fall auch anschauen. Und war eben hier gespannt, was die Autorin Neues an Thriller-Idee herausbringt. Der Klappentext hatte auch sehr, sehr viel versprochen. Ja, wir lernen hier die Schriftstellerin Neil Abbott kennen, die kurz vor ihrem Tod noch ihre Schwester, mit der sie viele Jahre keinen Kontakt hatte, anruft und ihr eine sehr kryptische Nachricht aufspricht. Und ihre Schwester hatte keinen Bock an diesem Tag mit ihr zu sprechen und hat auch die Nachricht anfangs gar nicht groß abgehört und sich gedacht, die will sich nur wieder wichtig machen. Doch dann wird eben Neil Abbott tot aufgefunden und ihre Schwester, Julia, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte, macht sich da natürlich schon so ein paar Gedanken. Denn da wo Nell gewohnt hat, gibt es einen bekannten Fluss, der auch Drowning Pool genannt wird. Und in diesem Fluss sind eben schon sehr viele Frauen gestorben. Also egal ob durch Selbstmord voraussichtlich und also auch ertrunken, ob jetzt selbstverschuldet oder ne, das. kann ich jetzt nicht weiter detailliert erzählen. Und das wundert natürlich Julia, denn ihre Schwester Nell war eigentlich eine absolute gute Schwimmerin. Sie war absolut im Element Wasser unterwegs. Sie ist jeden Tag bei Wind und Wetter schwimmen gegangen und fragt sich da doch so ein bisschen, was da wohl passiert sein kann. Auch die Tochter von Nell, Lena, wo sie eigentlich erwartet, dass sie tief bestürzt ist, ist das gefühlt irgendwie nicht und das ist, erscheint ihr alles so ein bisschen komisch und es ist halt auch an diesem Ort so, dass besonders Frauen verschwinden, umkommen, die eben, so ein bisschen anders sind, die anders denken, die sehr stark sind und die eben so nicht ganz zu der Gemeinschaft gefühlt passen. Und es macht jetzt wahrscheinlich einen sehr verwirrenden Eindruck, wie ich das erzähle, denn ich muss ehrlich sagen, auch ich bin unglaublich verwirrt. Ich bin auch nach wie vor verwirrt, ich habe nämlich keinen roten Faden in der Geschichte gefunden, denn wir verfolgen 8 oder 9 Charaktere, die uns alle irgendwie was zu diesem Tod erzählen und auch drumherum zu diesen Menschen was erzählen und ich war irgendwie nur verwirrt. Ich habe ein kurzes Kapitel nach dem anderen gelesen und jedes Kapitel ist eben aus einer anderen Sicht und wo man eigentlich denkt, mit kurzen Kapiteln kommt man schnell vorwärts. Bei mir hat es eher genau das Gegenteil bewirkt. Ich habe irgendwann gar keinen Durchblick mehr gehabt. Also alleine, dass ich mir 9 Charaktere merken musste, in welchem Zusammenhang die irgendwie wo stehen und wann die wieder anfangen, ihre Geschichte zu erzählen und an welchem Punkt nach 8 anderen Geschichten die jetzt wieder startet. Also ich war total verwirrt. Ich bin es, wie ihr merkt, immer noch. Und für mich hat sich nach diesen ca. 160 Seiten überhaupt kein
kein Durchblick irgendwie gezeigt. Es war verwirrend, es war irgendwie langweilig, es ist gefühlt bis dahin noch überhaupt nichts passiert. Und für mich machte dieser Erzähltyp einfach überhaupt keinen Sinn. Also zwei, drei Charaktere, die was erzählen, und das lasse ich mir eingehen, aber ich, ja, am Ende wird es wahrscheinlich tatsächlich Sinn machen oder auch nicht, das werde ich nicht erfahren, muss ich auch nicht, aber ich fand es unglaublich langweilig und ich fand auch das Frauenbild, was da gezeichnet wurde, sehr, sehr schlimm. Also wir haben hier unterdrückte Frauen, entweder die sich selbst unterdrücken, durch einen Mann unterdrücken, die sich dann auch wieder komisch angucken, wenn sie eben nicht unterdrückt sind und starke Frauen sind. Und ich habe dieses Frauenbild irgendwie als sehr merkwürdig empfunden. Also, dass es da auch gefühlt keine normalen Frauen gab, so wie ich und du, ne? Das ist schon irgendwie, ich fand das sehr merkwürdig. Und es war neben diesem Verwirrenden eben auch irgendwie nicht spannend, nicht packend, sehr langweilig und sehr zäh. Also, ich fand es auch einfach schwierig bei einem E-Book, na, dann, wenn du denkst, oh, wer war ich jetzt nochmal, dann drei Seiten zurückzublättern. Das geht in einem echten Buch einfach natürlich besser. Und ich, eine Freundin von mir hatte das auch mit Hörbuch gehört und die hat gesagt, ich war noch verwirrter, weil wenn du dir zu Beginn des neuen Kapitels nicht gemerkt hast, wer du bist, hast du nach 10 Sätzen irgendwie den Faden verloren. Und da kann man gar nicht mehr richtig blättern. Also von dem her, es ging zum Glück nicht nur mir so. Und ich habe auch andere Booktuber-Stimmen gehört und ja, also es ist, war nicht meine Geschichte. Also es tut mir auch echt leid, dass ich dazu jetzt nicht mehr Fundiertes erzählen kann, aber ich bin einfach verwirrt in dieser Geschichte gewesen. Ich gehe aus dieser Geschichte verwirrt heraus und ich verstehe nicht so recht, wann da mal irgendwas passiert und was da passiert. Also es war für mich überhaupt kein guter Thriller, es hatte keinen guten Aufbau und ich frage mich wirklich, was sich die Autorin und dann auch die Verlage und gedacht haben. Ob man hier diesen Thriller einfach nur herausgebracht hat, damit weiß eben mal was anderes ist und weil er anders wirkt und oder ob man tatsächlich gedacht hat, die Geschichte ist gut. Ja, dementsprechend Abbruch und ich stehe ja auch dazu und ich breche ja auch wirklich Bücher immer wieder mal ab, wenn sie mir nicht gefallen, weil ich denke, meine Lesezeit ist einfach zu schade, mich damit zu vertrödeln. Ich gebe so einem Buch tatsächlich so 100, 150 Seiten, dass ich so auf ein Drittel komme von der Geschichte, weil ich denke, da hat man irgendwie einen Eindruck bekommen. Mehr als Verwirrtheit ist hier aber tatsächlich nicht dabei rausgekommen. Was ich sehr schade fand, denn ich habe mich wirklich auf den Thriller gefreut. Dann habe ich bei meinem Besuch Anfang Juni, wie ich bei Susan gewesen bin, habe ich der Report Der Markt ausgeliehen von Margaret Atwood und das ist eine Kanadierin und ich habe das Gefühl, dass ihre Bücher eben gerade ja frisch erscheinen mit neuen Covern und auch bei einem anderen Verlag, denn hier sind wir noch, wie man sieht, beim List Verlag. Ich weiß gar nicht, zu welcher Verlagsgruppe der mal gehört hat. Ich glaube zu Ullstein, genau zu Ullstein. Und ja, das Buch ist jetzt aktuell erschienen im Piper Verlag und kostet als Taschenbuch und als E-Book jeweils 11 Euro. Man bekommt auch ältere Ausgaben, teilweise eben einfach auch gebraucht, dann auch ein bisschen günstiger oder ähnlich preisig. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Und ja, das Buch hat 420 Seiten und ist ursprünglich aus dem Jahr 1985, wurde auch bereits damals verfilmt mit dem Titel Die Geschichte der Dienerin. Und der Film ist von 1990. Und es gibt eben aktuell eine amerikanische Serie, die es jetzt aber aktuell nur im amerikanischen Raum gibt, die das Buch eben auch nochmal in Serienform verfilmt. Und da hört man auch sehr, sehr positive Stimmen, wenn man sich da den Trailer anschaut. Dann macht das wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich kenne weder Film noch Serie, aber Susan hat eben in ihren Vlogs bei diesem Buch doch mich sehr, sehr neugierig gemacht. Und da war ich wirklich happy, dass ich das Buch von ihr bekommen habe. Nochmal vielen Dank an dich, Susan, denn das ist wirklich ein Buch, was es ja, in mein Regal geschafft hat und da auch bleiben wird. Wir haben hier eine sehr, sehr düstere Zukunftsversion und es ist, ja, das Buch zählt als Klassiker der dystopischen Genres und es spielt eigentlich in den USA, aber aus den USA wurde Gilead, ein neues Land, das entstanden ist nach einer atomaren Katastrophe. Und durch diese atomare Katastrophe wurden die Frauen zum einen unfruchtbar
Und die anderen Frauen oder viele andere Frauen wollten eben in diese Welt auch keine neuen Kinder mehr setzen, keine neuen Kinder mehr auf die Welt bringen. Und so hatten wir in dieser Welt eben das Problem, dass es keine Kinder mehr gab und dass ja im Grunde die Angst ja da war, dass man irgendwann ausstirbt. Und so ruft man eine Art Gottesstaat aus, der sich an die Bibel anlehnt und man eben manches Bibelzitat sehr, sehr ernst nimmt und man hier die Männer ja quasi in den Himmel hebt und die Männer wirklich ja das Beste und die Krone der Schöpfung sind und die Frauen werden eben zum großen Teil ja sehr unterdrückt, nicht direkt versklavt, wobei das schon in eine so ähnliche Richtung geht. Aber Frauen sind eben nichts mehr wert. Sie dürfen nicht wählen, sie haben kein Entscheidungsrecht mehr und ihnen wird alles genommen, was wir uns in unserer Zeit eben eigentlich erkämpft haben und auch schon in den 80ern der Fall gewesen ist. Und es ist eben so, wir begleiten in dieser Geschichte die Magd Desfred. Und Fred, so heißt sie eigentlich, ist eben zu einer Magd geworden, denn sie kann eben noch Kinder gebären und wird so einem Kommandant der Oberklasse als Magd überlassen. Er ist verheiratet mit einer Frau, die eben unfruchtbar ist. Das ist in der Regel eben der Fall. Aber man möchte natürlich in solche Familien dennoch Kinder hineinbringen. Und so ist die Magd im Grunde ja wie eine Art Geliebte, die dann eben dafür zuständig ist, dass die Familie Kindersegen hat. Und dafür hält sie im Grunde auch her, was ich schon an sich sehr gruselig finde. Und aus Fred wird eben Desfred, weil ihr Gebieter Fred heißt. Also dann übernimmt Desfred sozusagen den Namen von ihrem Kommandanten, dem sie gehört. Und das Besondere an dieser Dystopie, finde ich, ist, dass man hier einen Charakter verfolgt, der sowohl das Früher noch kennt und auch von dem Früher live erzählen kann, als dann eben auch von der Wandlung erzählt und eben das, wo sie eben jetzt ist. Und das, finde ich, macht das Buch zu einem sehr düsteren, dunklen und sehr grausamen Buch, das man schon auch verdauen muss. Das muss man hier wirklich sagen, dass gerade wir in unserer Zeit, in unserem Land, auf unserem Breitengrad, würde ich sagen, also schon ein relativ gutes Leben leben und auch sehr viel Freiheiten als Frau natürlich kennen. Und die Vorstellung, dass auf einmal wir das nicht mehr dürfen, wir als Magd irgendwo landen, in einem Zimmer den ganzen Tag sitzen, dürfen keine Freunde haben, keine Freude empfinden, wir dienen nur noch dazu, eine Gebärmaschine zu sein, das ist schon eine sehr gruselige Vorstellung. Man darf sich auch nicht mehr frei bewegen, man darf nur noch zu zweit irgendwo hingehen, die Kleidung ist im Grunde vorgefertigt, es gibt pro Stand, der man eben ist, eine Farbe und Männer dürfen hier eben alle, sie dürfen sich benehmen wie die letzten Idioten und das wird alles toleriert, aber als Frau hast du eigentlich nur zu funktionieren. Und der Anfang der Geschichte war durch den sehr ungewöhnlichen Schreibstil doch ein bisschen schwer. Also die ersten 50, 60 Seiten dachte ich, huch, was ist denn das für ein Schreibstil? Muss man wirklich sagen, es ist einfach mal anders. Vielleicht guckt ihr da mal in eine Leseprobe. Aber man sollte sich davon nicht abschrecken lassen, denn wenn man mal drin ist, dann ist das ein Wahnsinnsbuch. Dann ist gerade der Schreibstil das, was Sinn macht und der einen eben diese Geschichte so rüberbringt, dass sie wirkt. Und das fand ich wirklich grandios gemacht. Und ja, die Sprache ist einfach dann der Hammer. Also das, wie uns diese Geschichte erzählt wird, geht unglaublich unter die Haut. Und ich bin immer noch so ein bisschen geflasht und sprachlos von dieser Geschichte, weil sie mich wirklich sehr, sehr bewegt hat, sehr zum Nachdenken gebracht hat. Sie hat mich auch zum Weinen gebracht. Es gab Momente, die ich total grausam fand, wo ich wirklich mit mir und dieser Welt gekämpft habe, wo ich dachte, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und man eigentlich davor schon Angst hat, dass das mal einfach so sein könnte. Und ich meine, es gibt Länder auf unserer Welt, wo es gefühlt ja nicht anders ist, wo Frauen eben keine Rechte haben und jetzt vielleicht nicht unbedingt als Gebärmaschine fungieren, wie in diesem Fall, aber wo man sie eben auch allen Rechtes im Grunde nimmt. Und das ist eben gar nicht so weit weg. Also das Problem ist natürlich, dass man sich das vorstellen kann. Man kann sich das vorstellen, dass irgendein merkwürdiger Politiker auf diese Idee kommt,
jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber merkwürdige Ideen entstehen ja jeden Tag. Ne? Jeden Tag steht ein Idiot auf, sagt man ja auch so schön. Und ja, das ist schon beängstigend. Und wenn man dann eben gerade selbst das gleiche Geschlecht ist, wie das hier drin der Fall ist, dann ist man da natürlich beängstigt. Und es gab einfach Szenen, die quasi wirklich unter die Gürtellinie gingen. Und es ging hier wirklich zur Sache. Und man einfach nur denkt, oh mein Gott. Also es fällt einem nichts mehr anderes ein, als dass man darüber nachdenkt, sinniert und sich denkt, Gott sei Dank geht es mir anders. Gott sei Dank bin ich in einer anderen Welt. Und das Problem ist in der Geschichte, dass es fast zu bildlich erzählt ist und es so einen wirklich auch Bilder im Kopf entstehen lässt. Und ja, was mir ein bisschen, so ein ganz kleiner Kritikpunkt, was mir ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich, dass man fast nur die Gedanken von unserer Protagonistin erfährt und mir so das ganz Große gefehlt hat. So politische Gedanken, politische Reden, so ein bisschen was, so diese politische, was geht in dieser Welt vor sich, was sagen denn andere Länder dazu? Oder, na, das ist so ein bisschen das, was mir ein bisschen gefehlt hat, aber für mich ein absolutes Highlight. Also nicht nur ein Monats-, auch bestimmt ein Jahreshighlight und eine Dystopie und im Zusammenhang dann auch noch ein Klassiker, den ich wirklich großartig fand, der mich wirklich sehr, sehr gefesselt hat und mich sehr angetrieben hat, weiterzulesen. Und ja, ich fand es einfach gut. Also es ist wirklich, wer dystopisch gerne etwas liest und gerne mal etwas Hochwertigeres lesen möchte, als nur die Jugendbücher, die es ja aktuell doch zuhauf auf dem Markt gibt, der vielleicht auch mal keine Angst vor einem Klassiker hat oder einem Buch, das ein bisschen hochwertiger geschrieben ist, ja, der ist hier absolut richtig. Also absolute Empfehlung, wer ja im Grunde einfach solche Geschichten, Genres liebt. Und ich finde auch, dass der Reporter Mark zum Beispiel in der Geschichte wie Orwell oder Huxley nicht groß im Schatten steht. Also ich finde, es ist natürlich anders. Es betrifft nur einen Teil der Bevölkerung, eben die Frauen. Das ist natürlich bei den anderen Büchern was anderes. Aber ja, es ist nicht weniger düster und nicht weniger realistisch, wenn man so möchte. Und passt für mich auf jeden Fall in diese Kategorie. Und ja, jetzt höre ich hier mal auf mit Schwärmen. Ja, man muss sowas auch einfach mal sagen. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich glaube, dass das nicht das letzte Buch der Autorin war. Also es gibt ja, wie gesagt, jetzt einige Bücher, die neu herauskommen. Da werde ich mich auf jeden Fall mal umschauen und mal gucken, was mich da noch anspricht. Und ich habe schon ein Buch von ihr noch jetzt bei Audible gesehen. Da gibt es aber aktuell nur den ersten Teil. Das möchte ich mir mal genauer angucken. Und ja, auf jeden Fall Empfehlung. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, das nächste Buch. Ich brauchte dann nach der Reportermarkt auf jeden Fall etwas Leichtes, etwas Sommerliches. Und da bin ich mal durch meinen E-Book-Sub gegangen und habe da das Buch von Annika Bühnemann entdeckt, Auf die Freundschaft. Und ja, Annika Bühnemann ist ja Autorin, sie ist auch Autorencoach, Marketingcoach, sie macht ja allerhand Dinge, was ich großartig finde und ich mag auch ihren YouTube-Kanal, sie hat zwei, bei dem einen hat man eher sie als Privatperson mit Vlogs und ähnlichen Dingen, auf dem anderen bezieht sie sich eher auf ihren Vom Schreiben Leben Blog und ich versuche mal also ein bisschen in die Infobox zu packen, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich habe Annika jetzt auch schon ein paar Mal auf Buchmessen getroffen und es ist ein ganz sympathischer und lieber Mensch und Annika, wenn du das siehst, ganz liebe Grüße an dich. Und so hatte ich mich im Februar auch sehr, sehr gefreut beim Indie-Monat von Amazon, dass es das E-Book, ich glaube, für 99 Cent gegeben hat und dachte, da greifst du jetzt einfach mal zu. Ja, das Buch ist 2013 erschienen, ist also, denke ich, auch eines der ersten Bücher von Annika selbst, kostet aktuell als E-Book 3 Euro, als Taschenbuch 8 Euro. Ich hatte eben Glück beim Indie-Monat, dass ich dazugegriffen habe und es hat rund 220 Seiten. Und ja, ich war einfach sehr gespannt, was Annika da so ein bisschen gezaubert hat. Ich finde das Cover zwar schon fast ein bisschen zu bunt, aber ich mag es ja bunt. Von daher finde ich das Cover wirklich ganz niedlich gestaltet und es gibt auch, glaube ich, noch einen zweiten Teil auf die... Auch irgendwas mit auf die Liebe, auf das Glück. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nicht vorbereitet. Der jetzt, glaube ich, noch gar nicht so lange her erschienen ist und die Geschichte sozusagen dieser vier Frauen, die wir auf dem Cover sehen, eben aufgreifen. Ja, wir lernen Claudia kennen, eine deutsche Frau, die mit ihrer großen Liebe
in die USA gezogen ist, da schon viele, viele Jahre jetzt gelebt hat, auch mittlerweile einen 15-jährigen Sohn hat. Und sie erwischt ihren Mann in flagranti mit einer anderen Frau, was für sie ein absoluter Trennungsgrund ist, verständlicherweise. Und sie packt ihren Sohn ein und zieht zurück in die Heimat, wird dort von ihren drei Freundinnen empfangen, die sich um Wohnung gekümmert haben, um ein bisschen Einrichtung und sie erstmal wieder in Deutschland willkommen heißen. Und sie macht sich dann natürlich auch auf die Suche nach einem Job und wird dann Sekretärin von einem Schuldirektor, das auch noch gleich an der Schule ist, wo ihr Sohn dann auch zur Schule gehen wird. Und fängt mit ihrem Direktor so eine kleine Liebelei an, was natürlich also ein bisschen hinter verschlossenen Türen laufen muss, weil der Direktor möchte natürlich keinen Skandal, dass er da was mit seiner Sekretärin hat. Und wir erleben hier nicht nur ihre Geschichte, sondern bekommen natürlich auch ein bisschen die Probleme der Freundinnen mit. Die eine, die nicht schwanger werden kann, die andere, die eher Affären den Vorzug gibt als der großen Liebe und die andere, die eine gestresste Mutter ist und alles eigentlich relativ entspannt sieht und auch so die Mutter für die Freundinnen ist. Und alle haben so ihre kleinen Probleme, die sich eben dann auch bei Claudia so ein bisschen abgeliefert werden und man eben so diese vier Freundinnen auch ein bisschen besser kennenlernen kann. Ja, in den Grundzügen ist das grob die Geschichte. Es passieren natürlich allerlei Dinge mit dem Direktor, mit dem Ex-Mann aus den USA, mit den Freundinnen und ihren Geschichten. Natürlich auch der Sohn, der ja pubertär ist. Und das ist so eine Geschichte, so grob über alles. Und da lag für mich auch so ein bisschen das Problem, dass man auf 220 Seiten grob so viele kleine Geschichten hatte und die eigentlich so den Grundriss der großen Geschichte so ein bisschen kaputt gemacht haben. Also man hatte so viele Verzweigungen und man konnte gar keinen Charakter so richtig tief ins Herz schließen, weil alles ging so schnell, alles ist in schneller Zeit, ist so viel passiert und irgendwie konnte man keinen Bezug zu Claudia aufbauen, zu den anderen Freundinnen, zu irgendwie und wuppen war die Geschichte vorbei. Es war sehr locker geschrieben, es war flüssig geschrieben, es waren auch einfach sehr kurze Kapitel. Das hat mich auch immer mal so ein bisschen aus dem Lesefluss rausgerissen. Ich glaube, das hat man beim ersten Buch schon gemerkt, ich bin nicht der größte Fan von zu kurzen Kapiteln. Es war halt sehr locker und es war sommerlich und es hat natürlich so die normalen Probleme, die es eben da durchaus tatsächlich in Freundschaften eben auch gibt, in Beziehungen gibt, in der Kindererziehung gibt. Aber es waren tatsächlich fast zu viele Probleme, die alle auf 200 Seiten gelöst werden wollten. Und dann war auch Claudia, also ihr Mann hat sie ja Englisch ausgesprochen, daher ist mein Kopf immer alles durcheinander. Claudia war eben auch so ein Charakter, den man irgendwie, wo man manchmal gefragt hat, warum rennst du denn von einer Katastrophe in die andere? Und es waren so manche Entscheidungen, wo ich schon dachte, das ist so, es war tatsächlich schon ein Buch, das sich hat gut lesen lassen, dass man auch wirklich, wenn man es mal in der Hand hatte, auch nicht mehr aus der Hand gelegt hatte, weil man natürlich schon immer wissen wollte, was passiert weiter. Und mir hat auch wirklich so die Sprache gefallen, die Annika verwendet. Aber es war viel, viel zu schnell und es war alles viel, viel zu oberflächlich. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört an der Geschichte. Ich überlege noch, ob ich direkt vielleicht im Sommerurlaub mal mit dem nächsten Band weitermache, wo ich glaube auch Annika sagen würde, der ist bestimmt besser als ihr erstes Buch, was natürlich ganz logisch ist. Es kann nicht schon perfekt sein, das gibt es bei Debütromanen ja auf jeden Fall eher selten, aber man kann natürlich einfach mal zum nächsten Buch greifen und ich habe ja schon, das ist ja mein zweites Buch von Annika, ich habe ja schon gelesen, Traummänner, ich hab's wieder nicht mit Namen, also auch ein Buch, das ich ganz gut fand, wo mir nur das Ende war nicht mein Ende, aber es war Annikas Ende und sonst fand ich das Buch aber wirklich gut. Kann auch die Entscheidung für das Ende verstehen. Hier muss ich sagen, es ist ein abgeschlossener Band. Man muss nicht weiterlesen. Ich denke aber natürlich, dass dann einfach nochmal mehr Dinge passieren und uns die Charaktere ein bisschen näher bringen. Es ist halt schon so ein bisschen Chick-Lit, es ist so ein bisschen Sex and the City, es ist ein bisschen Sophie Kinsella, ein bisschen Kerstin Gier. Es ist so eine wunderbare Mischung und ich denke so für zwischendurch ist das absolut einfach mal ein Buch, was man lesen kann. Aber man muss natürlich eben einfach sagen, es ist eins der ersten Geschichtenbücher von Annika Bühnemann, dass da die Qualität natürlich noch nicht das Beste ist und man einfach so diese zwei, drei Schwächen hat
Und ich denke aber, über die kann man auch einfach hinwegsehen. Die ganze Woche, seit dem Wochenende, habe ich ein Hörbuch bei Audible gehört. Ich habe jetzt lange ja kein Hörbuch mehr gehört, weil ich irgendwie nicht in der Stimmung war. Und dachte aber, letztes Wochenende, es bietet sich einfach an, bei den Dingen diese Woche auch einfach mal ein Hörbuch nebenbei wieder laufen zu lassen. Und habe auf Audible die vielen Leben des Harry August angezeigt bekommen von Claire North. Ich habe noch nichts von der Autorin gehört, noch nichts von dem Buch gehört und war dementsprechend sehr, sehr neugierig. Das ist das Pseudonym der Autorin Catherine Webb. Von der habe ich zumindest schon manche Buchtitel so gesehen, aber auch noch nichts gelesen. Das Buch ist erschienen im November 2015 bei Bastei Lübbe, kostet gebunden 20 Euro als Taschenbuch und E-Book jeweils 9,50 Euro und es hat knapp 500 Seiten und hatte eine Hörspieldauer, mal gucken, von knapp 14 Stunden und wird gesprochen von Stefan Kaminski. Und ich fand die Stimme leider sehr langsam. Also der Erzählstil war sehr, sehr langsam, was vielleicht bei der komplexen Geschichte okay ist, aber es war mir viel, viel zu langsam. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich bei Audible einfach vorspulen kann, also diese Geschwindigkeit erhöhen kann und ich dann die Geschichte so auf 1,7 ungefähr gehört habe und das ein Tempo war, was für mich absolut okay war. Was bei anderen Hörbüchern so das Tempo 1,3, 1,4 ist. Also ja, da merkt man so ein bisschen, dass man da auf jeden Fall einen langsamen Erzähler hat und es mir aber, wenn halt jemand zwischen zwei Sätzen gefühlt 10 Sekunden Leere hat, da bin ich raus. Also das, dieses lange macht einfach keinen Spaß. Also das ist so gar nicht meine Welt. Daher habe ich das ein bisschen vorgespult. Denn wir begleiten Harry August, einen Mann, von dem wir relativ schnell erfahren, dass er ein Kala Chakra ist. Und ein Kala Chakra ist ein Mensch, der immer wiedergeboren wird, aber nicht einfach, wie man es sich beim Buddhismus zum Beispiel vorstellt, sondern ein Kala Chakra kann sich an seine Vorleben erinnern. Das heißt, was Harry in seinem ersten Leben erlebt hat und was er an Erfahrungen gemacht hat und an Wissen, nimmt er in das zweite Leben mit und das immer wieder wiederholt. Und er startet auch sein Leben nicht irgendwo nach seinem Tod, sondern er beginnt sein Leben immer zur gleichen Zeit. Er ist immer der gleiche Harry und er startet sein Leben immer 1919. Und ja, da merkt man schon am Datum, das hat interessante Zeiten in sich. Natürlich gerade so im Ersten Weltkrieg, dann kommt natürlich der Zweite Weltkrieg. Wir wissen das, er ist auch noch in den 1980er Jahren dabei und hat halt auch so Erfahrungen dann natürlich mit dem Kalten Krieg, mit dem Mauerfall und sonstige Dinge. Und er erzählt uns in einer Art Briefform, denn er schreibt einen Brief an jemanden, an wem, das müsst ihr selbst herausfinden. Ja, in dieser Briefform erzählt er uns eben von seinem Leben. Und ja, er beginnt im Grunde mit dem ersten, wie er herausfand, was er ist, wann sich das abgezeichnet ist, was da passiert ist, mit wem er wann, wie, wo spricht, wie er das mit seiner Familie und sonstige Themen. Und er erfährt in seinem 11. Leben von einem jungen Mädchen am Sterbebett, dass die Welt zugrunde gehen wird, dass der Weltuntergang bevorsteht und er es verhindern muss. Und bei den Kala Chakra ist es so, dass es eben auch einen Kreis von diesen Menschen gibt, die dann eben auch genau wissen, wer ein Kala Chakra ist und man so in die Vergangenheit auch Nachrichten überbringen kann. Also da kommt ein 5-jähriges Kind zum 90-jährigen Harry, erzählt ihm etwas, er wird eine Woche später sterben, nimmt sein Wissen in 1919 mit und kann dann natürlich auch wieder als 5-Jähriger zu jemandem gehen, der 1925 stirbt, dem das erzählen, der dann natürlich nach 1830 zum Beispiel zurückkehrt. Oder, ne? Und so können aus der Zukunft eben Dinge in die Vergangenheit getragen werden oder von unserer Gegenwart, je nachdem, wie man es jetzt betrachten möchte. Und das ist ein sehr geiler Aspekt und eine sehr geile Idee, das muss ich wirklich sagen. Ja, und so sind wir jetzt eben mit Harry dran, ja, wie wir den Weltuntergang aufhalten können. Wir erfahren sehr, sehr viel über seine Leben und was er in diesem Leben erlebt hat, wann er bewusst auch mal etwas ganz Merkwürdiges tut, um herauszufinden, was passiert. Und wir erfahren eben über diese in dieser Geschichte, dass der Tod nicht Schreckliches und Endgültiges ist, sondern ja, eben etwas ist, ja, was einen vielleicht weiterbringt.
Zumindest in der Geschichte. Und ich bin ein großer Zeitreise-Fan und fand hier einfach die Idee grandios, dass wir eben einen Wiedergeborenen haben, der sein Wissen nicht vergisst, wie es ja zum Beispiel beim Buddhismus der Fall ist, sondern der sein Wissen immer wieder mitnimmt. Und wir erleben hier eben 15 Leben, glaube ich, von Harry, also knapp 700, 800 Jahre, die er ja tatsächlich ja dann alt ist. Und erleben eben hier mit ihm Dinge, die irgendwie was in der Geschichte verändern oder eben nicht. Oder die sein Leben verändern, das Umfeld verändern. Und ja, was diese große Verantwortung dieser Kala Chakra sozusagen in unserer Welt, wie das ist, die im Grunde auf den Schultern zu tragen. Und ich fand diese Idee einfach mega. Ich kann es auch im Nachgang, ich finde das immer noch klasse. Ich finde es eine Wahnsinnsgeschichte. Sie war wunderbar erzählt, sie war sehr feinfühlig, sehr zart, ist auch ein bisschen langsam, aber sie war wirklich ganz, ganz fein und einfach ganz besonders. Und man hat natürlich manche Wiederholungen dadurch, dass sich Harry natürlich immer wiederholt, dass seine Welt um ihn immer die gleiche ist, dass natürlich immer die gleiche Zeit passiert, die gleichen Dinge erstmal passieren, bis er eben selbst dazu kann, etwas zu verändern. Das ist, wenn man das vierte Mal hört, tatsächlich sehr unspektakulär. Also da denkt man sich, ach ja, ich habe jetzt schon begriffen, wie das mit deinen Eltern war und ich habe das schon verstanden, was deine Mutter da meinte. Und irgendwann kommt man so an diesen Punkt, wo man denkt, jetzt könnte auch mal wieder was Neues passieren. Und das ist aber auch so wirklich der einzig große Kritikpunkt, diese Wiederholungen, diese Längen sozusagen und dass man manchmal das Gefühl hatte, man hat sich absichtlich in diesen Wiederholungen auch verloren. Sprachlich war die Geschichte wirklich auch sehr, sehr hochwertig erzählt, sehr intelligent erzählt und es war auch wirklich gerade beim Hören schon eine Aufgabe, dass man dran bleibt, dass man hört, dass man möglichst nichts sehr Anspruchsvolles nebenbei tut, dass man das wirklich aufnimmt, versteht, begreift und dann eben ja, mitdenkt, dass man mitgeht, dass man versteht, wo man ist. Die Zeitsprünge da drin, die er macht, mal vom fünften Leben ins achte Leben, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Das war tatsächlich am Anfang, huch, jetzt sind wir da gesprungen, aber irgendwann versteht man auch, warum er das tut. Und das fand ich wirklich toll. Es war ein wirklich sehr hochwertiges, intelligentes Buch und es ist, man merkt einfach, es ist halt was anderes als Jugendliteratur. Jetzt ohne, dass ich die schlecht machen möchte. Oh, meine Wäsche ist sozusagen jetzt fertig. Aber jetzt machen wir hier erstmal den Timer aus. Entschuldigt. Natürlich ist ein Jugendbuch einfach von der Sprache sehr leicht, sehr schnelllebig. Und es macht auch Spaß. Keine Frage. Ich lese ja genügend Jugendbücher. Das ist gar keine Frage. Aber ich merke, dass mir solche Bücher tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut tun. Wenn sie mal meinen Geist ein bisschen mehr anregen. Und ich wirklich Spaß habe, etwas ganz Neues zu entdecken. Und bei Jugendbüchern ist ja doch oft auch so ein bisschen das gleiche Schema. Und wenn man eben mal was ganz anderes hat. Und das hat mir sowohl beim Report der Markt als eben auch hier bei den vielen Leben von Harry August gefallen. Und ich kann das Buch wirklich absolut empfehlen. Wer gerne Zeitreisebücher liest, wer sich dem nicht irgendwie entgegensetzt sozusagen, wer denkt, das ist total unlogisch. Wer hier wirklich eine sehr logische Konsequenz möchte, etwas anderes mal möchte, dass man eben dieses Wissen mitnimmt. Und eigentlich reist er ja nicht direkt durch die Zeit, sondern nur durch seine Leben, ne? Also das ist einfach so eine Abwandlung. Der ist hier absolut richtig. Es gibt ein, zwei Logikfehler, die ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Oder auch Fragen, die offen bleiben. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil da hätte ich gerne auch noch Antworten gehabt. Aber diese Idee, diese Umsetzung, die Sprache, der doch sehr besondere Humor, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich finde es einfach total spannend, dass man manchmal so ein spontan Ding entdeckt, es spontan liest oder in dem Fall hört und dann im Grunde so ein kleines Highlight aber rauskommt. Ne? Also es ist wirklich großartig und hat mir echt ganz viel Spaß gemacht. Und wer sich jetzt fragt, ja, wann hört denn die Steffi auch noch 14 Stunden Hörbuch? Man muss natürlich sagen, sobald man ja im Grunde so auf 1,5 hört, sind es dann schon keine 14 Stunden mehr, sondern so circa 10,5 Stunden. Und ich bin wirklich jemand, der dann in dem Fall überall hört. Ich höre das dann morgens beim Schminken, beim Haare machen, beim Anziehen, beim Frühstück, beim Putzen, beim Mittagsspaziergang, beim Katzenklo sauber machen. Ich höre dann eigentlich immer. Und wenn man dann wirklich so eine Stunde, 1,5 am Tag Zeit hat, kommt man da wirklich auch gut in der Woche da durch. Und gerade wie es jetzt gegen Ende unglaublich spannend wurde, habe ich mich dann auch
einfach ganz bewusst ganz oft hingesetzt und einfach nur gehört, anstelle zu einem Buch zu greifen. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Ich weiß, viele hören ihr Hörbuch ja auch auf dem Weg zur Arbeit. Mein Arbeitsweg sind so 10, 12 Minuten. Das finde ich tatsächlich zu kurz, weil kaum ist man in der Geschichte drin, muss man sie wieder aufhören. Aber ich fand es diese Woche auch sehr schön beim Mittagsspaziergang, so die halbe Stunde, 40 Minuten Kopfhörer rein, eine Runde um den Block gelaufen und man konnte da wunderbar eben diese Zeit dann auch hören. Und ich finde, da ist dann natürlich, man entspannt da ganz anders, finde ich zumindest. Und man ist trotzdem im Kopf irgendwie bei der Sache. Und das ist ja auch so ein Moment von jetzt. Aber jetzt wollen wir nicht philosophisch werden. Das so als Tipp. Ja, wann ich dann im Grunde höre. Und ich bin gerade ja auch ein sehr großer Sommerhörer, der sich auch wirklich dann einfach in den Garten legt und eben nicht mit dem Buch gegen die Sonne im Grunde setzen möchte, sondern der dann wirklich Kopfhörer drauf macht und hört. Ich mag es auch bei Autofahrten, bei Zugfahrten, wenn man einfach rausgucken kann und trotzdem eben eine Geschichte erzählt bekommt. Ich mag es aber auch einfach nebenbei, neben dem Putzen, neben dem Aufräumen. Da finde ich, kann man auch sehr gut zuhören. Es ist etwas, woran man sich gewöhnen muss, das ist gar keine Frage. Aber wenn man mal so eine halbe Stunde gehört hat, ist man auch drin. Das finde ich zumindest. Also ich habe auch diesen Erfahrungswert gemacht, wenn ich auch mal länger kein Hörbuch gehört habe. Es braucht so eine halbe Stunde und dann bin ich aber in der Geschichte drin und höre ja dann wieder sehr, sehr aufmerksam zu. Ja, das ist soweit diese Woche zu den Büchern. Ich habe auch ein Mind Magazine diese Woche gelesen. Ich habe es euch auf Instagram gezeigt, dass ich es die Woche zusammen mit der Flow gekauft habe. Und zwar ist das Green Lifestyle, das Magazin für einen nachhaltigen Lebensstil. Und das ist die Ausgabe Nummer 3. Und mich hat es sehr angesprochen, natürlich Hallo Sommer, dann hier auch den eigenen Yoga-Stil finden und auch dieses Zeit für mich erfrischende Ideen, die glücklich machen. Und ich muss aber leider sagen, dass mir dieses Magazin nicht sehr gut gefallen hat. Ich fand es sehr oberflächlich, ich fand zum Teil die Artikel sehr reißerisch, also jetzt nicht wie vielleicht in der Bild-Zeitung, das nicht, aber halt sehr, dass man einfach was sagt, damit man es gesagt hat. Und ich fand es irgendwie nicht, es hat mir kein besonderes Gefühl gegeben. Es waren so Artikel auch drin, die ich nicht spannend fand. Und das passiert mir zum Beispiel bei der Flow nicht. Also da lese ich wirklich jeden Artikel durch. Es gab natürlich hier so ein paar Dinge, die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel, wie man, wie der Müll funktioniert, warum man ihn vermeiden sollte. Ich fand auch die Yoga-Ideen und Gedanken dazu gut, aber es gibt ja dann auch viel grüne Mode und dann hat es so einen Anschein wie so ein bisschen Werbeblättchen und war irgendwie nicht meins. Also es war ganz okay, so fürs erste Mal. Ich würde sie mir jetzt aber nicht nochmal kaufen. Von daher, das so, wer sich nach dem Instagram-Post vielleicht gefragt hat, wie sie mir so gefällt. Ja, zur Flow bin ich noch nicht gekommen. Ich denke mal, dass ich die in der nächsten Woche ein bisschen früh reinlesen werde, weil ich das immer ganz angenehm finde, in der Morgenstunde sozusagen. Und dann habe ich ja auch nur noch 1,5 Wochen, bis ich Urlaub habe ab dem 3. August. Und ich freue mich schon sehr. Dann habe ich am Samstag bei Regenwetter einen Film angesehen, den ich 1-2 Wochen vorher aufgenommen hatte. Der lief nämlich in der ARD, The Imitation Game. Und zwar wurde mir der empfohlen im Zuge meiner Sherlock Fangirl-Modus-Zeit, weil wir gesagt haben, wenn du Benedict Cumberbatch magst, dann schau dir diesen Film an. Ja, es spielt neben Benedict Cumberbatch auch Keira Knightley mit, die ich ja persönlich leider nicht so mag. Ich finde das eine ganz schreckliche Schauspielerin, die einfach ein Overacting in ihrem Gesicht macht und ich kann mit dieser Person einfach nichts anfangen. Ich fand das schon in Fluch der Karibik und auch in Stolz und Vorurteil ganz schrecklich. Aber gut, man erträgt sie hier tatsächlich. Und es sind auch einige Schauspieler aus Downton Abbey aufgetaucht, wo ich total dachte, oh ja, Downton, na, da ist man direkt wieder im Modus. Ja, die Geschichte beruht mehr oder weniger auf die wahre Geschichte von Alex Turing. Und der wird jetzt von der Begrifflichkeit wahrscheinlich niemand etwas sagen, aber ich denke, wenn man sagt, dass es im Zweiten Weltkrieg haben ja die Deutschen die Enigma verwendet, eine Verschlüsselungsapparatur. Und da haben sich ja wirklich die Engländer und ich glaube auch die Amerikaner oder die Russen gleich waren auch mit dabei,
ohne jetzt irgendwem vergessen zu wollen, also haben ja wirklich viele versucht, hinter den Schlüssel der Enigma zu kommen, um eben Angriffspunkte früher zu erfahren, um dann diese natürlich zu verhindern. Und Alex Turing hat eben mit einer Gruppe eine Maschine entwickelt, um die Enigma zu entschlüsseln. Und das ist natürlich ein sehr großes Thema hier drin. Allerdings hat eben Alex Turing nicht nur das Problem, dass er die Enigma lösen soll, sondern dass er eben homosexuell ist. Und das war in dieser Zeit, wir sprechen ja hier irgendwas von 1938, 40, war eben in England tatsächlich noch extremst verboten. Und wenn man da überführt wurde, gab es von Gefängnis über die chemische Kastration wirklich alles. Und das ist natürlich sehr erschreckend. Und man erfährt hier, fast im Film ein bisschen oberflächlich eigentlich betrachtet, die Ängste, die er so auslebt und was es einfach für Probleme gibt, wenn man ein Genie ist. Und Alex Turing war definitiv ein sehr großes Genie, das natürlich dann aus diesem Grund, denke ich, einfach auch in sich gekehrt war und manchen auch einfach arrogant vorkam. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von der Enigma beschäftigt hat, und das habe ich tatsächlich vor einigen Jahren mal getan, auch auf den Film Enigma zum Beispiel mit Kate Winslet, beruht ja auch auf einem Buch, und es gibt ja ganz viele Bücher, wie man die Enigma geknackt hat, wie man auf die Idee überhaupt kam, sie zu schaffen, und so, ja, richtig gelöst ist es noch nicht, das Rätsel, und dass man da halt, das Interessante halt an der Enigma war ja wirklich, dass sie viele zum Verzweifeln gebracht hat. Und der Film geht knappe 2 Stunden, ist, glaube ich, aus dem Jahr 2014 und ist ab 12 Jahren. Und so um die Eckdaten nochmal so kurz so mit einzuwenden. Und ich muss echt sagen, dass mich dieser Film sehr gepackt hat. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Kriegsfilmen und ich hab's auch gefühlt einfach satt, etwas, egal aus welchem Krieg, zu sehen oder zu hören oder zu lesen. Das habe ich einfach in meiner Jugend, ich sag mal so von 17 bis Anfang 20 zu Genüge gemacht, so viele Schicksalsschläge gelesen, gesehen, gehört, Dokumentationen verschlungen, und irgendwann dachte ich, Steffi, du musst in der Gegenwart leben, nicht in der Vergangenheit. Und habe dann irgendwann aufgehört, diese Art von, auch von diesen echten Dokumentationen einfach aufzuhören, weil ich denke, man kann mir oder der Welt auch einfach nichts mehr Neues erzählen. Dann gibt es da eine neue Erkenntnis und da, und ich denke mir auch, Leute, das ist jetzt 100 Jahre her, 80 Jahre her, egal von welchem Krieg wir sprechen, jetzt ist auch mal irgendwann gut, kümmert euch mal darum, dass die Zukunft funktioniert. Das ist aber nur meine Meinung. Deswegen bin ich jetzt nicht der größte Fan von Filmen oder Geschichten, die aus dieser Zeit spielen. Aber hier fand ich einfach schön, dass nicht der Krieg unbedingt im Vordergrund stand, sondern wieder das Einzelschicksal. Und auch wenn man sich leider nicht an die echten Fakten so richtig gehalten hat von Alex Turing, was ich tatsächlich schade finde, war es ein toller Film. Er war sehr atmosphärisch, er war so auf den Punkt. Und ich fand auch die Schauspieler sehr, sehr gelungen. Ich mochte auch wirklich Benedict Cumberbatch sehr. Also ich finde, der Typ hat einfach etwas in seinem Gesicht, etwas in seinen Augen, was ihn zu etwas ganz Besonderem macht. Und der mir einfach auch Spaß macht als Schauspieler. Also ich fand ihn ja damals auch in Abbitte sehr, sehr gut. Obwohl ich fand ja das Buch Abbitte nicht so gut. Hab den Film ja nur angeguckt, um zu gucken. Und fand da ja, hat ja auch Neira Knightley mitgespielt. Fand ich tatsächlich Benedict Cumberbatch auch schon sehr, sehr gut. Und er ist einfach etwas ganz Besonderes und er hat sehr gut in diese Rolle von Alex Turing gepasst, wie ich finde, und hat dem sehr viel Raum gegeben, und alleine was der mit Mimik kann, ist echt der Hammer, also wirklich großartig. Also das hat dem Film sehr viel Stärke gegeben. Es war ein sehr intelligenter Film, es war ein Film mit vielen interessanten Dialogen, mit Zeitgeist, den er eingefangen hat und der mir wirklich gut gefallen hat. Also wirklich ein ganz, ganz toller Film, der sich aber, und das ist so mein großes Leider und Aber, nicht wirklich an die historischen Fakten von Alex Turing hält, was ich einfach schade finde. Man erzählt ja zu Beginn, es ist auf wahren Begebenheiten, und ich erwarte zumindest, dass man 90% dann der Wahrheit sozusagen erfährt. Man hat hier aber schon sehr viele Dinge verändert und das finde ich sehr schade, und weil dann kann ich es nicht mehr ganz als wahre Geschichte erzählen. Ne? Am Ende erfährt man dann auch tatsächlich, was
danach passierte, nach dem Ende der Geschichte, die uns erzählt wird. Und ich kann jetzt ja hier keinen spoilern, aber das ist schon auch harte Kost. Also es ist schon tragisch und auch eine Zeit, die dem Umbruch nah war sozusagen und die aber für die Charaktere, die wir sie hier kennenlernen, einfach auch ein bisschen zu spät kommt. Und ich fand es gut. Also ich fand es wirklich einen sehr, sehr guten Film. Ich finde, gut ist zu wenig. Ich fand es wirklich einen herausragend guten Film, der wirklich so diese Zeit sehr gut einfängt, ohne zu düster zu sein, was halt Kriegsfilme dann doch, oder Filme aus der Zeit des Krieges oftmals an sich haben, der trotzdem noch sehr lebensbejahend ist, sehr optimistisch ist und ja, mir dadurch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Also das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja, dann natürlich Game of Thrones Staffel 7, Folge 1. Es war ein toller Einstieg in die Staffel und auch unser Hangout, der war am Dienstag bei Phil. Ich packe das Video mal in die Infobox. War wieder sehr großartig. Wir hatten zu viert sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich schon auf den nächsten Montag um 5.10 Uhr, denke ich, wird es bei mir losgehen. Viele haben mich gefragt, warum ich das mache. Und es ist einfach, ich könnte sonst den ganzen Tag nicht auf Social Media gehen. Man könnte nicht auf Instagram, nicht auf Facebook. Ich fände das einfach schrecklich, dass ich mich irgendwo spoilern könnte. Und wenn, dann möchte ich diejenige sein, die spoilert, so vom Gefühl. Das ist so tatsächlich der wahre Grund. Ich bin einfach so heiß und ich bin so neugierig und dann stehe ich eben auch einfach eine Stunde eher auf. Das ist es mir einfach wert. Ja, unser nächster Hangout wird bei der lieben Nina sein, beim Kanal It All Started With Harry, wieder Dienstag, ca. 19.30 Uhr. Ich packe ihren Kanal, wenn ihr sie noch nicht kennt, natürlich auch mal in die Infobox. Abonniert sie da einfach, dann seht ihr am Dienstag, wann unser Hangout losgeht. Und dann gibt es eine neue YouTuberin, die ich auf YouTube zusammen mit euch begrüßen möchte, denn die liebe Autorin Jackie Fell gut, hat es in den Kreis der YouTuber verschlagen und sie wird am nächsten Samstag ab 20 Uhr eine Live-Lesung auf ihrem Kanal zum Besten geben und hat dafür auch schon eine Veranstaltung eingerichtet. Ich packe ihren Kanal unten in die Infobox, also für alle, die gerne Autoren einfach auch auf diese Art und Weise folgen, die da einfach mehr zum Thema Schreiben, zum Thema Lesen und so sehen wollen, die sind, denke ich, bei Jackie auf jeden Fall richtig. Wundert euch noch nicht, es gibt noch kein Video, aber nächsten Samstag ist es dann soweit, da gibt es eine Live-Lesung, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, so ein bisschen live zumindest dabei zu sein. Ich habe für nächsten Samstag schon ein paar Pläne. Könnte ein bisschen knapp werden, aber ich denke, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Und wer da Lust hat, guckt einfach mal bei Jackie vorbei, lässt ein Abo da und kann sich dann nächsten Samstag auf jeden Fall die Live-Lesung anschauen. Ja, mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht auf meinem Zettel. Ich glaube, so gefühlt habe ich jetzt auch lange genug gequasselt. Ich, vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch, über das ich gesprochen habe. Oder habt auch einfach Tipps, wo ihr sagt, hey, wenn dir jetzt das und das gefallen hat, dann ist vielleicht auch das und das ein Buch für dich. Oder auch filmtechnisch bin ich natürlich immer offen, wenn ihr sagt, es gibt noch den ein oder anderen guten Film mit Benedict Cumberbatch, dann immer her damit. Ich bin da auf jeden Fall sehr neugierig. Ich habe jetzt schon die eine Serie, die es jetzt von ihm auf DVD gibt, irgendwas mit irgendwas auf dem Meer. Ich habe den Namen vergessen. Ja, ich kann mir sowas nicht merken. Mein Hirn nimmt das irgendwie nicht auf. Aber ich habe es auf jeden Fall gescreenshottet, sodass ich hoffentlich weiß, wie es sein wird. Ja, da könnt ihr mir gerne Tipps da lassen. Auch was ihr vielleicht diese Woche gelesen habt, was ihr davon empfehlen könnt oder wo ihr eher sagen würdet, ach, das braucht man nicht lesen. Immer gerne in die Kommentare. Lasst uns da gerne ein bisschen einen Austausch machen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich nichts mehr rumliegen, nichts mehr auf dem Zettel stehen. Ich denke, das war es nun auch für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.